Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zur angekündigten Pressekonferenz. Wie immer möchte ich gerne die Teilnehmer vorstellen. Zur Rechten hier der Trainer von Buxtehude, Sven Zimmermann, den ich sehr herzlich begrüße. Und zu unserer linken Seite unser Trainer Matthias Stuhlmacher. Dazu die beiden erschienenen Pressevertreter. Herzlich willkommen miteinander. Ja, das erste Wort hat natürlich wie immer der Gast bei uns. Herr Zimmermann, wollten Sie heute nicht gewinnen? Sie hatten ja 300%ige Chancen. Na ja. Ja, ich glaube, mit 3 kommen wir nicht aus. Letztendlich, glaube ich, ging das für uns jetzt mal heute nur darum, ein anderes Gesicht zu zeigen. Ich glaube, das haben wir hinbekommen. Das letzte Spiel war auch sehr enttäuschend für mich und für uns alle. Wir wollen heute zum einen erstmal Kompaktheit reinbekommen, das haben wir ganz gut geschafft. Räume machen auch, erstmal wieder auf den Kampf über die Zweikämpfe bekommen, haben viele zweite Bälle noch gewonnen in der ersten Halbzeit. Das lief so auch, wie wir das vorgestellt hatten. Im Vorhinein war es natürlich leider zu harmlos, da fehlt uns weiterhin die Durchschlagskraft. Und ja, wir haben es wieder gut gemacht und dann auch, sag ich mal, dann auf die Scheiße gewartet, die wir dann genutzt haben zum 1:0. Unser Spieler sehr gut reagiert hatte, nachdem Torwart zwei Kämpfe vorstand, das Tor erzielt und ganz unverdient fand ich es auch nicht. Und gut, nach der roten Karte. Mit der Überzahl ja, darf uns das natürlich nicht passieren, dass wir dann noch den Ausgleich bekommen. Und ja, wie verhält sich wieder mit unseren Chancen, wie wir immer noch sprachlos müssen, dass wir sagen, das ist nicht so einfach. 3 Punkte hätten uns natürlich gut getan, aber letztendlich müssen wir das Positive draus nehmen, dass wir endlich, hoffe ich, in der Oberliga angekommen sind, das haben wir bisher nicht. Ja, und von daher muss ich jetzt mit dem 1:1, also wir haben mit dem 1:1 leben und dann auch positiv umgehen. Ja. Auf jeden Fall wäre ich ja sicherlich sicher gewesen. Ja, sehr herzlichen Dank für Ihre Worte. Dann möchte ich gleich überleiten zu unserem Trainer Matthias. Wie hast du die 90 Minuten insgesamt gesehen? Ja, für uns war das ein schwere Kopfspiel und waren zuletzt einige von den Negativerlebnissen. Das haben wir sicherlich ein bisschen formalig zu Ende gegangen, zu wenig schnell und zu wenig präzise, welche Ball in die Spitze gespielt. Das haben wir nach der Halbzeit ein bisschen besser gemacht. Der Gegentreffer ist unglücklich für uns, weil kein Verteidiger Durchlauf das tut, wie in aller Situation mit ihm halt gerettet. Insgesamt bin ich in der zweiten Halbzeit durchaus zufrieden, weil wir da eben auch ein Unterzeichen gespielt haben, wo wir dann auch besser waren als in der ersten Halbzeit, wo wir auch konsequenter nach vorne gespielt haben, wo wir 2-3 gute Möglichkeiten hatten und durch eine wunderbare Kombination eben halt dann auch völlig zurecht in der Phase den Ausgleich machen, dass man nach hinten raus, wenn man eine Person nicht fällt, auf Dreierkette oben gestellt hat, dann natürlich das eine oder andere mehr zulässt, ist auch klar. Aber dafür haben wir eben halt auch eine Ressentur in der Oberliga hinter uns stehen, der uns dann im Spiel gehalten hat. Also von daher habe ich dann, wenn wir mit einem 1:1 hier rausgehen, durchaus auch zufrieden. Allerdings auch nur, weil wir nur unter 2 gespielt haben. Matthias, recht herzlichen Dank für deine Worte. Ja, dann möchte ich gleich überleiten zu den beiden Pressevertretern. Wer möchte denn gerne das Wort ergreifen? Ja, mit Schreiner schon. Also die Aussage des Schiedsrichters, die ich eben noch gefragt habe, zur gelben und roten Karte, die war deutlich anders. Ich meine, das neue Spieler hat verbal und extrem attackiert hat und im Rahmen dessen verteidigt reagiert. Also, aber ihr wart eben wirklich 30 Zentimeter davor, also vielleicht nochmal klarstellen. Das ist immer die Frage, wo die Mitglieder da ansetzen, was gut gerade ist und was nicht gut gerade ist. Ich bin 30 cm entfernt, beide Spieler richten an den Gegner eine verbale Bedrohung gleicher Qualität. Mein Spieler kriegt rot, der Gegner kriegt gelb. Mehr hat es nicht zu sagen. Ja, Michael Römer, weil das haben wir schon gesagt, ein bisschen ärgerlich, dass er noch einen Ausgleich kassiert. Ist das besonders ärgerlich im Hinblick darauf, dass man möglicherweise sich mit Bruno zusammen nach unten absetzen könnte, ziemlich früh in der Saison? Ich brauche ja nicht drüber zu reden und zu sprechen. Natürlich ist es ärgerlich. Und ich werde mich da auch, da werde ich auch nicht so schnell wieder drüber wegkommen. Wir haben nur 3 Jahre letzte Woche gegen Bruno. Das ist, wenn man die Chancen sieht, unterirdisch. Also das ist psychisch und von außen her zu erleben, hart, ganz klar.
Aber wir müssen immer auch sehen, wie wir jetzt in den beiden Spielen bestritten hatten. Heute habe ich die Mannschaft auch Platz gesehen, die das umgesetzt hat, was ich wollte. Wir hatten komplett verstanden. Wir hatten ein Auswärtsspiel. Dann hat man mir vorher gesagt, dass wir hier einen Punkt mitnehmen. Dann wäre das schon mal, glaube ich, gut für uns und auch positiv für den Weg, den wir vor uns haben. Sicherlich gehören wir zu den Kandidaten, zu den Abschiedskandidaten. Das weiß, glaube ich, jeder in der Liga. Und, da ist jeder Punkt wichtig, aber die Art und Weise ist auch wichtig, wie wir heute hier aufgetreten sind. Und von daher nehme ich das Positive mit raus. Und ja, das ist immer so eine Kopfsache. Ne? Ich denke, jetzt haben die Jungs zwar im Kopf, dass wir auch mithalten können. Und irgendwo nehmen dann auch die positiven Sachen mit. Wie auch die Pokalspiele in der Woche, die Siege, die so eingefahren werden. Das ist wichtig für uns. Und wie gesagt, eine Kopfgeschichte dann auch, um weiter unser Ziel zu erreichen. Ich würde das gerne aufgreifen von Ihnen oder Sie die Frage stellen, was mitgenommen, schön und gut, aber ich hatte das Gefühl, dass Sie den Gegner ein bisschen unterschätzt habt, weil die Welt auf mich eine Stunde lang fast lustlos und fast wieder ideenlos. Und erst auf dem Platz, aber es war der Mann sich da. Sehe ich so nicht. Also weder lustlos noch ideenlos. Es hat einfach in der ersten Halbzeit ein bisschen gut gefehlt, wie vorhin schon erwähnt. Nach zwei negativen Ergebnissen, die wir mitgenommen haben. Das ist jetzt auch in 14 Tagen das zweite Spiel, was wir über lange Phase in den Blödsinn bestreiten müssen. Das darf man auch nicht vergessen. Und man hat dann auch nicht unbedingt so ein exorbitant hohes Selbstvertrauen, wenn man dann eben halt zwei negative Ergebnisse mitnimmt und zwar einen Aufzug nachher hat. Da ist es in einer Woche eben eigentlich getan, wenn man dreimal trainiert. Positive Dinge versucht nach vorne zu stellen und dann hier eben halt wie der Springelsberg aufzutauchen. Das geht sicherlich nicht. Unter diesen Voraussetzungen, unter diesem Aspekt, denke ich, haben wir das heute insgesamt, nicht nur bezogen auf die erste Halbzeit, aber insgesamt ganz ordentlich gemacht. In der Unterzahl, hast du sicherlich recht, da waren wir immer in den Schuhen, da waren wir da waren wir parat. Und folgerichtig in dieser Phase haben wir auch für den Spiel so den Ausgleich. Danach haben wir noch zwei Möglichkeiten, die lassen wir mal erliegen. Also auch wenn der Gegner mehrheitlich gute Torschancen hatte, dann hätte ich auch als Sieger vom Platz gehabt. Weitere Fragen der Pressevertreter. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, schließen wir die Pressekonferenz und wünschen allen Teilnehmern weiterhin gute Spiele. Und dann bis zum nächsten Mal. Recht herzlichen Dank. Aber zwischen Spielen und Zuschauern ist nichts Besonderes los.